Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahresrückblicks auf das Jahr 2023, wo wir uns mit den Monaten Juli bis Dezember beschäftigen. Ich beginne gleich im Juli und da habe ich mich auf dem Weg ins Gasteinertal nach Bad Gastein gemacht, wo die Spieler des FC Bad Gastein auf der Spielgemeinschaft bei Rhein-Klein-Alt trafen und dort gab es ein ja doch sehr eindeutiges Ergebnis. Wie es lautete, das erfahren wir noch einmal in einer Zusammenfassung. Im Meisterschaftsspiel der zweiten Klasse Süd gingen die Gäste der Spielgemeinschaft bei Rhein-Klein-Alt relativ rasch in Führung. Neue Aktion, Schuss und Tor! 1:0 durch Tobias Basrucker. Keine Chance für Aaron Ficht, irgendetwas zu machen. Auf jeden Fall diese Führung durchaus verdient. Und die Gäste setzen nach. Wiederum eine schöne Aktion. Spielt den Ball nach vor. Pass zur Mitte, Schuss und Tor! Wiederum war Tobias Basrucker mit seinem 0:2 erfolgreich und ließ Aaron Ficht im Tor der Gastgeber nicht den Funken einer Chance. Dann wieder ein, durchaus vorentscheidende Szene. Kontermöglichkeit, wird noch außerhalb vom Strafraum zum Ball gebracht. Nachschuss und dieses Mal Fall in Strafraum und somit logische Konsequenz 11 Meter für die Gäste. Das Duell lautet Patrick Diefenbacher gegen Aaron Ficht, läuft an, Schuss und Tor! 3:0 wiederum herrlich gemacht und auch dieser Schuss war aus meiner Sicht absolut unhaltbar. Damit war auch schon eine Vorentscheidung gefallen. Doch kurz vor der Pause dann der erste Treffer für den FC Bad Gastein. Das Ganze mittlerweile bei strömendem Regen, wie wir hier im Hintergrund sehen. Schuss und Tor! Alto Xense gelang kurz vor der Pause der erste Treffer, der das Spiel wieder etwas spannender machte, aber der Halbzeitstand lautete 1:5 aus Sicht der Gastgeber. In der zweiten Halbzeit gab es nur mal einen weiteren Treffer. Es regnet nach wie vor ziemlich stark, wie wir hier auf diesen Bildern erkennen können. Immer noch die Spielgemeinschaft war kein Kleinall. Pass zur Mitte. Nachschuss. Und da ist 1:6. Der Nummer 9, Tobias Mosbrucker, war zum 5. Mal an diesem Nachmittag erfolgreich. Und dieses 1:6 war auch der Endstand dieser letzten Endes doch sehr eindeutigen Begegnung. Gerade in unserem Sendegebiet gibt es auch zahlreiche 1B-Mannschaften von Vereinen, die in höheren Ligen spielen. Ein Duell derartiger Mannschaften gab es im August zu sehen, wo sich die 1B-Mannschaft des SV Straßwalchen jener des USC Eugendorf gegenüberstand. Auch dieses Spiel brachte ein eindeutiges Ergebnis. Das Meisterschaftsspiel zwischen der 1B-Mannschaft des SV Straßwalchen und des USC Eugendorf begann aus Sicht der Gäste optimal. Schuss und Tor! 1:0, herrlich gemacht von Mario Artmüller, der die 1B-Mannschaft der Gäste verdientermaßen in Führung brachte. Hier wäre es natürlich für den Torhüter der Gastgeber Florian Lobner wichtig gewesen, im Tor zu bleiben. Und die Gäste setzten nach. Pass zur Mitte, Schuss und Tor! 0:2. Dieses Mal war Sebastian Kogler erfolgreich und kostete Florian Lobner zum 2. Mal bezwingen. Und auch das 0:3 sollte noch in dieser ersten Halbzeit folgen. Wiederum schöne Aktion, Schuss und Tor! 0:3. Der Torschütze hieß zum 2. Mal Sebastian Kogler. Und hier wäre es natürlich wichtig, als Tormann nach Möglichkeit dem Schützen die Chance zu nehmen. Das 0:3 war auch der Spielstand nach 45 Minuten. In der zweiten Halbzeit machten die Gäste dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Wiederum schöne Aktion. Schuss und Tor!
0:4 für den USC Eugendorf 1B und der Torschütze hieß einmal mehr Sebastian Kogler. Und Sebastian Kogler war es auch, der den Schlusspunkt setzte. Wiederum eine Aktion über die linke Seite und da war das 0:5 wiederum absolut sehenswert herausgespielt und dieses 0:5 aus Sicht des SV Straßwalchen war der letzten Endes sehr eindeutige Endstand dieser Begegnung. Im Fußball gibt es seit heute ja wieder die Regionalliga West, wo Mannschaften aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg vertreten sind. Auch aus dieser Liga konnte ich einige Bilder für euch einfangen und wir sehen als nächstes noch einmal einen Beitrag über das Spiel des SV Walsgrönau gegen die Spielgemeinschaft Reichenau aus Tirol. Das Meisterschaftsspiel begann aus Sicht der Gastgeber alles andere als optimal. Einwurf, Schuss und Tor! 0:1 aus Sicht der Gastgeber. Torschütze Mario Kleinlercher, der den Goalie der Gastgeber Alexander Strobel nicht den Funken hinabschießen lässt. Und die Gäste setzen nach. Schöne Aktion, läuft alleine auf Alex Strobel zu, schießt und abgewehrt. Herrlich gemacht vom Alex Strobel, der sich bei dieser Situation wirklich auszeichnen konnte. Somit bleibt es beim 0:1. Doch noch Gästen gelang es, noch vor der Pause einen weiteren Treffer zu erzielen. Zunächst ein Ballverlust, Schuss und Tor! Da ist das 0:2. Der Torschütze war Fabian Kraxner und dieser Schuss war ebenfalls absolut unhaltbar. Das 0:2 war auch der bis dahin verdiente Spielstand nach 45 Minuten. Zur Halbzeit. Dann die zweite Halbzeit. Immer noch eine schöne Aktion. Fall im Strafraum und das gibt logischerweise 11 Meter für die SVG Reichenau bei Innsbruck. Tor oder nicht Tor, das ist hier die Frage. Läuft ein Schuss und Tor! Dieses Mal war Hannes Wittmer, der Kapitän der Gäste, erfolgreich und erhöhte auf 0:3. Auch bei diesem Elfer war absolut unhaltbar. Doch die Gastgeber machten es wieder spannend. Und da, Nachschuss und Tor! Da ist der erste Treffer zum 1:3. Christian Schnöll war erfolgreich und brachte seine Farben wieder heran. So schnell kann es im Fußball gehen. Und den Gastgebern gelang auch der Anschlusstreffer. Schöne Aktion. Wird hier nicht attackiert. Schuss. Und da. Herrlich gemacht. 2:3. Dieses Mal war Musa David Dembele erfolgreich. Wobei zu sagen ist, dass der Goalie der Gäste Clemens Steiner bei diesem Tor alles andere als gut aussah. Endstand jedenfalls 2:3 aus Sicht des SV Walsgrönau. Schon in meiner letzten Sendung erwähnt, sind da bis jene Spiele, die wohl mit Abstand die interessantesten sind. Ein derartiges Salzburger Derby gibt es auch in der Kleinfeld-Floorball-Bundesliga und zwar zwischen den Stapel Salzburg und den Whistlers aus Zell am See. Dieses Spiel fand am 7. Oktober im Rahmen der ersten Runde der Floorball-Bundesliga statt und auf jeden Fall war ich für euch mit der Kamera dabei und die Bilder dazu sehen wir noch einmal. Derby zwischen den Stapel Salzburg und dem aus Zell gingen die Gäste zunächst mit 1:0 in Führung. Der Torschütze war Piers Johnston, der Olga Rüttler zum 0:1 bezwang. Doch der Ausgleich sollte relativ rasch folgen. Wiederum schöne Aktion, Schuss und Tor! 1:1 durch Benze Halmose, Ausgleich und keine Chance für David Sendelberger, der heuer, wie übrigens Olga Rüttler, zum ersten Mal hier bei der Floorball-Bundesliga mitspielt.
Dann wieder eine schöne Aktion. Schuss! Ach, Schuss und Tor! Dieses Mal, wo ist Johannes Kaufmann, der die Gastgeber zum ersten Mal in Führung brachte. Und diese Führung war absolut verdient. Und es sollte so weitergehen. Zunächst eine schöne Aktion. Gut gemacht. Und da wiederum Ausgleich 2:2 durch Tobias Radacher und keine Chance für Olga Rüttler im Tor, der Gastgeber. Dann die zweite Halbzeit. Wiederum die Westlers am Ball. Schuss und Tor! Hier sehen wir das 8:1 hin durch Tobias Radacher, der die Gäste aus Zell am See doch sehr deutlich in Führung brachte. Doch das Spiel blieb spannend. David Rattensperger schießt und Tor! Ausgleich zum 11:11. Herrlich gemacht! Und auf jeden Fall konnten die Gastgeber somit das Spiel spannend machen. David Rattensperger weiß auch, der den entscheidenden Treffer erzielte. Schuss und Tor! 12:11. Herrlich gemacht! Wieder war die Nummer 9, David Rattensperger, erfolgreich und stellte den knappen, aber verdienten 12:12 Endstand dieser Begegnung her. Im November gab es wieder einige interessante Eishockeyspiele zu sehen. Unter anderem sind auch die Piraten in der In-Chiemgau-Liga Gruppe C im Einsatz und da konnte ich das Spiel gegen den TSV Berner 1b mit der Kamera begleiten und die folgenden Bilder für euch einfangen. Spiel zwischen den Pirates und dem TSV Neumarkt. Zunächst einmal den dunkel spielenden Gäste am Puck, den hier verlieren. Pass zur Mitte, sollte er abziehen, zieht ab und Tor! 1:0, herrlich gemacht. Und die Gastgeber gehen verdient mit 1:0 in Führung. Auf jeden Fall ein guter Anfang. Doch die Gäste kamen nur ein paar Minuten später zum Ausgleich. Schuss und Tor! Ausgleich zum 1:1. Hier wäre es halt wichtig, wenn man als Torhüter das kurze Eck zumacht. Aber und die Gäste setzen nach. Wird hier nicht attackiert. Schuss und Tor! Hier sehen wir das 1:4 und der Spielstand nach den ersten 20 Minuten lautete 2:4. Im zweiten Drittel gab es nur einen einzigen Treffer. Zunächst die Gäste hinter dem Tor von Alexander Franz. Zieht ab und da ist das 2:5 und dieses 2:5 war auch der Spielstand nach gespielten 40 Minuten. Dann der Schlusstrittel. Zunächst ein Puckverlust, Schuss und Tor! Da ist das 2:6. Herrlich gemacht und auch hier ist zu sagen, dass es aus meiner Sicht wichtig wäre, für einen Torhüter den Puck mit dem Schläger vom gegnerischen Stürmer weg zu befördern. Doch die Gastgeber kamen noch einmal heran. Pass zur Mitte, Schuss und Tor! Dieses Mal war es Dominik Braxl, der im Powerplay einen Treffer erzielen konnte und aus Sicht der Piraten noch Ergebniskosmetik betrieb. Der Endstand in dieser Begegnung lautete 3:6 für den TSV Bernau. Ein Sportjahr vergeht natürlich extrem schnell und so waren wir auch schon im Dezember. Da fand nämlich in der Sporthalle Salzburg Nord eine erste Hauptrunde der Hallenfußballliga statt und als Schlussbeitrag haben wir das Beitrag über den Spiel SRK gegen den SV Kochel. Und auch da gab es einen einzigen Treffer, den wir noch einmal in einer Zusammenfassung sehen werden. Das SRK gegen den SK Kochel. Zunächst einmal die in gelb-blau spielenden Nontaler am Ball. Immer noch eine schöne Aktion. Die Nontaler bleiben auf jeden Fall dran. Rückpass. Können sich ja nicht entscheiden, durchsetzen. Es bleibt beim 0:0. Jetzt wieder der SV Kochel.
Läuft an. Gute Aktion. Ah, guter Versuch, aber der Ball geht am Tor des SRK vorbei, sodass er wirklich keine Gefahr darstellt. Vielleicht jetzt. Gehalten. Wie wir sehen, wird hier gewechselt, was beim Hallenfußball unbegrenzt oft möglich ist. Wiederum der SV Kuchl, der jetzt immer noch am Ball ist. Schöner Versuch. Wird hier nicht attackiert und da! 1:0. Simon Freund erzielte den Treffer und brachte damit seine Farben in Führung. Dann wieder ein Freistoß für den SV Kuchl beim Spielstand von 1:0 für den Denengauer, die auch als rote Teufel bezeichnet werden. Ah, kein Problem für den Torhüter, denn der Ball geht auf jeden Fall ins Out. Durchaus eine interessante Begegnung und ein knappes Zwischenergebnis, wie es natürlich im Hallenfußball durchaus nicht unüblich ist. Es bleibt allerdings beim 1:0. Ja, und mit diesen 6 Beiträgen bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Ja, und mit diesen 6 Beiträgen sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe des Jahresrückblicks, dem zweiten Teil, angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und dass ich euch auch im nächsten Jahr wieder einige interessante Bilder ins Wohnzimmer liefern kann. Bis dorthin, macht es gut, Servus, bis zum nächsten Mal. Das sagt euer Sportreporter Markus Dorn.